Liebe Handballfreunde, auch in dieser Woche haben wir wieder einen harten Handball-Talk. Heute am 22.01.14 sitzen wir hier wieder im TSG-Forum der Selba. Guten Abend, Henning, dazu. Hallo Jürgen. Ja, Henning, wir blicken mal erstmal zurück auf unser Spiel am vergangenen Sonntagabend. Ungewohnte Anwurfzeit, 17 Uhr in Elsfleth. Die Elsfleter haben zum zweiten Mal in dieser Saison 26 Tore gegen uns geworfen. Dieses Mal haben sie allerdings mit ihren 26 Toren auch einen Punkt errungen. Ein Punkt beim Aufsteiger. Der Auftritt insgesamt war der Mannschaft, den fand ich äußerst in Ordnung, aber ein Punkt eigentlich zu wenig, oder? Ja, wir sind seit Sonntag schon dabei und immer halb voll, halb leer das Glas. Dann haben wir einen Punkt gewonnen, haben wir einen Punkt verloren. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Du hast genau richtig gesagt, wieder 26 Tore gegen uns geworfen. Diesmal hat es für einen Punkt gereicht. Wenn ich mir mal angucke, dass wir 21 Fehlwürfe uns geleistet haben, dann brauche ich schon fast keinen Taschenrechner mehr, um die Wurfquote auszurechnen. Von daher gesehen ist es da sicherlich schwierig, dann mehr als einen Punkt zu holen. Nach dem Spielverlauf allerdings hätten wir die zwei Punkte drin gehabt. Und meiner Meinung nach auch holen müssen. Ich bin allerdings trotzdem zufrieden und sage, wir haben einen Punkt geholt. Einfach, weil wir aus dieser Entwicklung, auch aus dem Kloppenburg-Spiel gesagt haben, wir wollen uns steigern. Das haben wir definitiv getan. Allerdings haben wir für mich keinen Schritt nach vorne gemacht, sondern einen Schritt wieder dahin gemacht, wo wir vorher waren. Nämlich wieder in diese stabilere Leistung. Und da müssen wir jetzt weiter daran arbeiten. Ja, man war ja allgemein gespannt, wie die Mannschaft sich präsentieren würde. Einmal nach dem dann doch nicht so tollen Spiel gegen Kloppenburg, um das mal gelinde zu sagen. Dann nachdem du deinen Rücktritt zum Saisonende erklärt hast, waren ja also zwei Dinge, die in einer Woche durchaus für Furore gesorgt haben, sage ich mal, vor diesem Spiel. Und da muss man ganz eindeutig sagen, aus meiner Sicht, die Mannschaft ist gut aufgetreten. Sehe ich genauso. Also wir wollten ja ganz klar zeigen, dass wir gesagt haben als Verein, dass zwischen Management auf der einen Seite, Trainer und natürlich auch die Mannschaft, dass da kein Blatt zwischenpasst im Moment und dass wir das jetzt bis zum Saisonende ordentlich und souverän durchziehen und sportlich hoffentlich noch erfolgreich. Das hat die Mannschaft definitiv gezeigt und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Kämpferisch waren sie voll auf der Höhe und haben ihren Einsatz da gebracht. Okay, vor allen Dingen natürlich in der Endphase hat es vorne gehapert wie sonst was, kann man so sagen. Da sind ja in den letzten 10 Minuten, glaube ich, nur noch 2 Tore geworfen worden. Wir hatten mehrfach die Chance, dann wieder auf 2 Tore wegzuziehen. Die haben wir nicht genutzt und dadurch wären wir ja nun fast noch an den Rand einer Niederlage gebracht worden oder sind an den Rand einer Niederlage gebracht worden, denn die, mit der letzten Aktion, wenn sie durchgekommen wären, wären das leere Hände gewesen, die wir gehabt hätten nach dem Spiel? Ja, das ist so. Man hat natürlich das Problem bei uns, dass wir schon ein paar Mal gesagt haben, unser zweiter Anzug passt einfach im Moment noch nicht. Daran hat sich auch in Elsfleth noch nicht so richtig viel geändert. Und unsere Leistungsträger müssen im Moment durchspielen. Und wir haben einfach noch nicht diese Cleverness, um so einen Sieg nach Hause zu bringen und 2 Punkte nach Hause zu bringen. Wir haben uns hinterher das Leben selber schwer gemacht. Ich verlange dann einfach von unseren Spielmachern auch mal, um das Tempo mal rauszunehmen im richtigen Moment und nicht immer ins offene Messer zu laufen und zu sagen, nochmal Tempo, nochmal Tempo. Wenn es klappt, ist das super, sieht auch toll aus. Nur wenn es halt nicht klappt, dann kriegst du genau das Problem. Und es liegt nun mal in der Natur des Unentschiedens, dass es dann Spitze auf Knopf ist, dass du am Ende sogar vielleicht das Ding noch verlieren kannst. Mit dem letzten Angriff haben wir die Chance, das sogar noch in Überzahl zu gewinnen, dann mit einem Tor. Und ganz, ganz am Ende hast du ja fast noch das Problem, dass du es noch verlieren könntest. Gut, am Ende haben wir einen Punkt und damit bin ich zufrieden. Okay, kommen wir nochmal zum Thema Schiedsrichter. Das Gespann Kaiser hat gepfiffen am Sonntag. Du warst da nicht ganz zufrieden, so wie man das der Presse entnehmen konnte. Was hattest du konkret zu bemängeln? Ja, man muss das mal vielleicht ein bisschen relativieren. Das Gespann, was du gerade gesagt hast, ist ja, und das wissen ja auch alle, da haben mich auch ein paar verständnislos für angeguckt für die Kritik, eins der besten Schiedsrichtergespanne, das wir hier im Kreis haben und war es ja auch seit Jahren, gar keine Frage. Und ich habe auch überhaupt nicht, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir haben jetzt hier einen Punkt nicht geholt, weil Schiedsrichter etc. Das ist ja alles Quatsch. Ich habe lediglich mal 2 Fakten aufgezählt, oder eine Fakt aufgezählt. Das heißt, wir haben in den letzten 5 Spielen unter ihnen 0-10 Punkte geholt. Das ist ja nun mal einfach ein Fakt, der da ist. Den habe ich ja noch nicht interpretiert, sondern einfach nur mal gesagt, dass es so ist. Und eine ganz klare Kritik von mir, die ich während und nach dem Spiel geäußert habe, ist, dass wir einfach mit Robert Langner einen Spieler haben, der sehr körperlich agiert auf dem Spielfeld. Das ist ja nun mal so und sind wir auch sehr froh drüber.
Und dass wir das Gefühl haben, dass sie mit ihm einfach nicht wirklich klarkommen. Und ich finde es ein bisschen vermessen, und das ist eine Situation, die mich sehr, sehr aufgeregt hat, ist, dass Robert Langner sich verletzt hat in einer Situation, auf dem Feld liegt und verletzt ist. Und das Spiel wird eine Auszeit gegeben und unsere Physiotherapeutin darf nicht das Feld betreten. Warum auch immer, aus mir unerfindlichen Gründen, obwohl das Spiel unterbrochen ist und alles. Und auf die Nachfrage nach dem Spiel kriege ich dann auch noch Antworten, mit denen ich als Trainer einfach nicht zufrieden sein kann, wo ich einfach sage, wir entscheiden, ob der Spieler verletzt ist oder nicht. Für mich ist es einmal ein Miteinander in der Halle, also sowohl die Trainer, die Mannschaften als auch die Schiedsrichter. Und da habe ich lediglich mal gesagt, und da stehe ich auch zu, dass ich mir bei dem Gespann, gerade bei dieser Erfahrung, einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen würde, was diese Situationen angeht. Und vielleicht das ein oder andere Mal, das müssen wir als Trainer ja auch, von dem für mich vermeintlich etwas hohen Ross runterkommen. An der sonstigen Leistung des Gespanns habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Ist für mich immer noch eins der besten Gespanne, die wir haben. Sind für mich auch ein gern gesehener Gast hier in Sandkrug, wenn sie nochmal pfeifen, gar kein Problem. Lediglich diese kleine Geschichte mit Robert Langner, die sehe ich sehr kritisch, auch nach dem Videostudium nochmal. Und wir als Trainer müssen uns der Kritik immer wieder stellen. Wenn ich das Spiel verloren hätte mit meiner Mannschaft, hätte ich mir die Kritik hier und auch in der Presse auch anhören müssen. Von daher bin ich einfach auch mal der Meinung, darf man auch mal sachliche Kritik äußern, die an Schiedsrichter geht. Und das sehe ich alles halb so wild. Und wenn die beiden Herren damit nicht auskommen, die wissen ja, wo ich bin und können mich ja gerne darauf ansprechen. Ich glaube, Sie sind so erfahren, dass Sie das so locker wegstecken. Da gehe ich mal von aus. Okay, machen wir da mal einen Haken dran. Am Wochenende haben wir nun schon wieder eine Spielpause. Der Spielplan ist halt so. Kommt euch das eher gelegen oder eher ungelegen? Also mir persönlich kommt es dieses Mal sogar gelegen, denn wir haben jetzt natürlich nach dieser Pause zwei richtige Brocken. Denn wir müssen dann nach Bissendorf, die ja für mich eine der Überraschungen der Saison ist, nur muss man ganz klar sagen, auch wenn sie jetzt von den letzten drei Spielen zwei verloren haben, die zwei Spitzenspiele gegen Achim und gegen Barnsdorf, aber jetzt zu Hause in Erstedt geschlagen, ist für mich die Überraschung der Saison. Auch eine sehr sympathische Überraschung, muss ich sagen, mit der Spielweise, die sie an den Tag legen. Und da müssen wir hin, das wird ein ganz schwerer Brocken. Und dann kommt Barnsdorf-Diepholz zum Heimspiel hier hin. Man muss dazu sagen, aus den beiden Spielen in der Hinrunde haben wir drei Punkte geholt von den möglichen vier. Also das heißt, die berühmten offenen Rechnungen haben wahrscheinlich die noch mit uns. Von daher bin ich ganz froh, dass ich eine Woche länger Zeit habe, um die Mannschaft aus diesem ganzen von außen an uns herangetragenen Geschichten ein bisschen in die Ruhe zu bringen und einfach uns in Ruhe darauf vorbereiten zu können. Also von daher kommt sie mir dieses Mal ganz gelegen. Gut, anderes Thema nochmal, dein Rücktritt zum Saisonende hat ja dazu geführt, dass wir seitens der TSG einen Nachfolger gesucht haben, den wir dann auch schnell gefunden haben in den eigenen Reihen. Jegosz Kuczynski wird es machen, dein Kommentar dazu? Ja, super. Also Glückwunsch an Gunjo oder an Jegosz. Ist für mich sowohl für Gunjo als auch für den Verein die optimale Lösung, denn er kennt die Strukturen hier natürlich ganz genau. Die kennt er ja sogar noch besser als ich, weil er ja in der Summe noch länger hier ist als ich. Er kennt die Spieler. Ich habe ihm und dem Verein natürlich alle Unterstützung zugesagt, wenn er sie haben möchte, was jetzt an Informationen über die Spieler, an Informationen aus dem Umfeld, die es hier gibt, beziehungsweise auch aus anderen Vereinen gibt. Er hat die Jugend jetzt hier hervorragend begleitet, kann natürlich auch da den Prozess des Einbaus weiter fortsetzen. Ich finde eine ganz clevere Entscheidung von der TSG und wünsche ihm auch hier natürlich alles Gute für die neue Saison, aber erstmal bis Mai sitze ich noch hier. Das ist wohl wahr. Und dann? Ja, dann nicht mehr hier, aber du spielst wahrscheinlich wieder darauf an, wo dann. Ne? Auch die Frage, ja, sie zieht sich ja im Moment durch. Es tut mir auch jetzt noch leid, es gibt noch nichts Neues zu vermelden. Okay, dann müssen wir damit leben. Damit leben müssen die Zuschauer in der nächsten Woche, dass wir keinen Hatter Handball-Talk veranstalten werden, sondern erst wieder in 14 Tagen. Dann haben wir das Bissendorf-Spiel schon hinter uns, da sind wir schon kurz drauf eingegangen. Bis dahin, tschüss.